So, das wäre erledigt. Die ist schon mal weg. Oh, was ist das? Nee, eine Notiz. Michelle, du wirst morgen den ganzen Tag mit Morellos Jungs in Zimmer 208 sein. Ich werde unten in der Lobby sein und sie hochschicken. Sie bekommen, was sie wollen und so viel sie wollen. Wenn du Probleme machst, verlierst du deinen Platz. Es gibt genügend Mädchen wie dich. Komm in diesem wunderbaren goldenen Negligé in mein Büro im obersten Stock. Okay. Wenn du meine Meinung ändern möchtest. Ah ja. Nee, das will sie, glaube ich, nicht. So, jetzt kümmern wir uns mal um den Manager. Dann ist der nämlich auch von der Füße. Töte den Manager in der Lounge ist natürlich... Ja. Natürlich auch so eine Sache. So, Treppe runter. Erschießen oder erstechen, ist halt die Frage, ne? Erstmal hin zu ihm. Also hinter der Bar lang. In die Lounge. Die Freundschaft zwischen dem Corleone und der Morello-Familie wird lange und fruchtbar sein. Mhm. Das ist Checkers. Wie geht's? Hey, was hat er denn? Wo will er denn hin? Was ist sein Problem? Ja, da geht's raus. Hat er gut erkannt. Okay. Okay. Hier muss irgendwo Munition sein. Jetzt bist du erledigt. Bin ich das? Ich glaube nicht. Oh, ich habe nur noch einen Schuss in der. Kann ich wechseln? Ja. Okay, den haben wir. Da war doch gerade immer noch einer. Ist auf jeden Fall oben. So, aber irgendwo gibt es hier ein Erste-Hilfe-Kit. Ich sehe es auf der Karte. Ah ja. So, und ein bisschen Munition. Das ist gut. Dann könnte ich nämlich auch damit weitermachen. Da ist auch nochmal Munition. Okay. Ja, guck mal, hier hätte ich es auch gesehen. Ja. Nee, da will ich ja gar nicht. Was ist da noch? Da liegt auch noch was. Ah, Magazin. Das ist gut. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe hier. Ah, da hinten ist einer. Ihr habt einen toten Mann. Der andere ist auch weg. Okay. Also, dann lass uns mal nach oben.
Wer gibt wo Deckung? Das weh, das ist dein Ende gewesen. Das kann gar nicht wehtun. So, was sind der restlichen hier? Der liegt ja auch sehr spannend. Was heißt hier? Hey! Okay. Gut. Alles klar. Also ein Stückchen weiter hoch. Geht in Deckung. Aufnehmer Wiedersehen, du Schwein! Ich hab dich auch gesehen. Voll zwischen die Augen habe ich dich gesehen. Okay. Resthilfe brauche ich nicht, da liegt nur Munition. Sofort hierher! Wow, wow, wow. Ja, ich hoffe, es tut weh. Tja, fragt doch nicht, ob es weh tut. So, okay, das Ding haben wir auch nachgeladen. Okay, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Geh in Deckung! Mhm. Bin ich hier noch irgendwo Erste Hilfe oder Munition? Nein. Na gut. Das ist nicht.
nicht, wonach es aussieht. Entschuldigung. Das ist nicht, wonach es aussieht, okay. So, ein Erste-Hilfe-Kasten wäre nicht schlecht gewesen. Oh, das nehmen wir noch mit. Da können wir eh nichts machen. Ah, was haben wir denn hier noch Schönes? Brief an Frank. Sehr geehrter Mr. Coletti, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich unseren Termin letzte Woche verpasst habe. Ich musste mich kurzfristig um Familienangelegenheiten kümmern. Leider muss ich Sie über das Ende unserer Abmachung informieren. Mr. Saleri war ein wunderbarer Geschäftspartner. Ich bin dankbar für seine Unterstützung und seine weisen Ratschläge. Eine Rückerstattung von Mr. Saleris Investition liegt in diesem Schreiben bei. Außerdem mehrere hundert Dollar aus Kulanz. Unsere Türen stehen immer offen, wenn hier im Corleone vergessen wir unsere Freunde nicht. Ihr ergebener Howard Davis. Naja gut, okay, der ist jetzt mittlerweile Geschichte. Dann sorgen wir jetzt dafür, dass sein Büro auch Geschichte ist. Was steht hier noch drin? Sehr geehrter Mr. Morello, diese Personen könnten von Interesse sein. Ich habe Ihre Daten, falls Sie sie brauchen sollten. Diverse Stadträte und ein Kongressabgeordneter, hochrangige Beamte des Bundeszentralamts für Steuern, der stellvertretende Direktor des Strafvollzugswesens, Mitglied der Beschwerdekammer, der Leiter der Prohibitionsabteilung beim LHPD. Außerdem mögen einige Geschäftspartner von Saleri unsere Mädchen und plappern viel. Wir haben immer ein offenes Ohr für ihre Interessen. Ah ja. Gut, dann wollen wir nochmal hier auf seinem unteren Schreibtisch. Okay, wie lange habe ich jetzt Zeit? Oh! Scheiße! Verdammt! Oh Gott! Spring! Das war's? Das war die Explosion? Schüsse und eine Explosion, gemeldet vom Hotel Corleone. Entschuldigung. Mächtiger flieht über die Dächer. Was? Nein, tut er nicht. Welcher Kerl? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Er ist hier oben bei uns. Geh in Deckung. Da ist er. Auf dem Dach. Wolltest dich wegschleichen, was? Was sagst du? Ah, es war nicht, dass wir hier nicht machen. Der gehört hier. Keine Option. Geh in Deckung. Hab ihn. Mist. Am Rames. Ich glaube, ich sollte mit der Munition ein bisschen sparsamer sein, sonst habe ich bald ein Problem. Aber warte mal, ich kann doch hier noch... Hast du nicht gerade... Doch!
Ein Repetiergewehr, das ist natürlich noch geiler. Das hätte ich mal vorher gebraucht. Oh ja, das hätte ich tatsächlich vorher brauchen können. So. Ah ja, meine Munition füllt sich wieder auf, das ist gut. Was? Hui, der war knapp. Der war echt ein bisschen knapp. Okay. Da komme ich nicht rüber. Ah, doch, hier. Ah, die Kirche. Die Kirche kommt mir irgendwie bekannt vor.